Die neue Folge aus der Reihe Nord bei Nordwest trägt den Titel Der doppelte Lothar. Sie könnte aber auch Der doppelte Hinnerk Schönemann heißen. Der Schauspieler steht diesmal nicht nur als Hauke Jacobs vor der Kamera, er durfte auch Regie führen. Dabei ließ er sich auf einige Experimente ein. Ich wollte etwas verspielter sein, wollte neue Wege gehen und habe daher manche Szenen in einer Weise inszeniert, wie man sie gern bei Nord bei Nordwest ausprobieren darf, erklärt er in einem Statement. So ist die Folge beispielsweise zu großen Teilen im 70er-Jahre-Look inszeniert. Außerdem gibt es einige Montagen und spielerische Elemente. Eine Verfolgungsjagd wurde zum Beispiel nicht mit richtigen Autos umgesetzt. Man sieht stattdessen eine Karte im kindlichen Format, auf der zwei Mini-Autos hintereinander hergeschoben werden. Die Idee zu der Geschichte Der doppelte Lothar ist entstanden, weil Hinnerk Schönemann unbedingt wieder mit Peter Prager spielen wollte, der sich nach zwei Schlaganfällen zurück ins Leben und auf den Bildschirm gekämpft hat. In der Reihe Nord bei Nordwest spielt er Reinmar Vogt, einen Ex-BNDler, der nun Geheimagent im Ruhestand ist.